Und ich habe meinen Dreck wieder weggeräumt. Ich hatte eine Blondine. Kein Kommentar. Ich wollte sinnloses hier reinschmeißen. Ja, so. Das hast du geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Also jetzt, wo wir natürlich jetzt so intensiv jetzt reden, werde ich mal eine Runde... Oh, ich habe mein Mikrofon ist gerade lauter geworden. What the fuck? Ja, nee, ist erst das? Jetzt. Ja. Ja. Nachdem du angefangen hast zu reden, ist es aber lauter geworden. Warte, keine Panik. Panik. Jetzt müsste es wieder normal sein. Ich frage mich aber auch echt, was das ist, dass ich auch dauerhaft mit 14 FPS rumlaufe. Das Problem ist bei mir mit dem Lauter, sobald man irgendwas über Steam startet, was ich ja gerade getan habe, wird mein Mikrofon automatisch auf 100% hochgezogen. Ah, das kenne ich. Oh mein Gott. Das ist kacke, ist das auf gut Deutsch. Und was spielst du jetzt Feines? Ich hatte Insurgency gestartet, aber irgendwie habe ich gerade keine Lust mehr zu. Feier dich in der Runde. Ich bin jetzt gerade mal so hier, ich bin noch am Hochladen, weil das irgendwie total Banane läuft hier und ich denke mir, ich habe dann immer so Offline-Spiele, weißt du, so eine Runde Terraria zocke ich ganz gerne mal oder ja, das habe ich gestern mitbekommen. Ich bin vollkommen gefesselt von Seven Days to Die. Ja, du bist Seven Days to Die und The Forest ist dir noch ein bisschen zu hektisch, oder? Nicht zu hektisch, die Viecher, die da rumlaufen, sind voll widerlich und außerdem rennt man grundsätzlich von einem Dorf direkt ins nächste. Es ist eine Alpha wie Schuh. Nein, die haben es auf mich abgesehen. Oh, es ist Nacht. Ich muss mich beeilen. Lauf, kleiner Sigurid, lauf. Ich hätte ja auch gleich mal wieder Bock auf eine schöne Runde Neverwinter. Habe ich auch vor langem nicht mehr gezockt. Da sind so etliche schöne Titel, die irgendwie mal wieder ausgepackt werden könnten. Ja. Warum ist das Spiel so laut? Ich höre nichts mehr. Oder was ja auch noch ein Klassiker war, Portal 2. Ja, hat aber einen relativ geringen Wiederspielwert, wie ich finde. Ja, hast es einmal durch. Wartet. Ja. Aber was auf jeden Fall einen Spielwert hat, das ist sowas wie Farming Simulator. Oh, was fängt der damit wieder an? Oder abgesehen davon, dass es mit uns mal spielen wollte, aber nie weiter darüber gekommen ist, als dass wir ihnen das Modpack gegeben haben. Und jedes Mal, wenn ihr anfängt darüber zu reden, verstehe ich kein Wort mehr. Es geht nur noch um irgendwelche komischen Trecker und Anhänger. Das Problem ist, man hat einfach momentan so nicht die Zeit dafür. Das ist einfach das Schwierige daran. Aber was ich momentan ganz gerne so offscreen spiele, das ist zum Beispiel mein altes Emergency 4. Da muss ich ehrlich zugeben, das ist etwas, was ich total gerne zocke. Stimmt, ich habe jetzt übrigens wieder die aktuelle Version von Winterberg. Die hoffentlich funktioniert. Das ist sehr stark. Ging es in diesem Video nicht mal irgendwann um Minecraft? Genau, Minecraft geht es ja darum. Oh, sorry. Ja. Stimmt. Wir sind immer noch beim irgendwie so. Wir sind immer noch beim Industrial Grinder. Ja, wie weit bist du, Dosh? ich muss mal den Zuschauern von Dosh mal erzählen. Dosh ist ja bei uns jetzt auch auf, nebenbei so als Besucher. Gastarbeiter als und so. Als Untermieter von Potti. Genau, als Untermieter von Potti, weil Potti braucht Unterstützung und da hat sich Dosh bereit erklärt. Also und nach längeren Verhandlungen der kostenaufwendigen Preis-Leistung-Abgabe haben wir uns natürlich entschieden, ihn dann aufzunehmen. Wir haben einen neuen Spieler unter Vertrag genommen. Richtig. Kommt er auch in der Nationalmannschaft? Also, er ist jetzt nicht so von wegen, der kommt jetzt zu uns rüber blättern, sondern er kommt bis da und dann könnt ihr mal zwischendurch mal reinschneisen und schauen. Er hört ihn auch bei uns. Und auf jeden Fall finde ich es geil, dass er da einen richtig geilen Atomreaktor, den ich in der nächsten Woche in der Folge präsentieren werden möchte. Ja, ich tun. Nur zur Info, das ist auf jeden Fall... Er hat auch mehr Frames. Wieder mal. Nur zur Info, das ist hier dieser große Big-Reaktor, bloß in einer kleineren Version. Bloß den haben der wir jetzt... Der große Big-Reaktor in klein, okay. Ja, den mussten einfach mal bei uns sehen. Da haben wir einen... Ja, die haben auch 9x9x. Wenn ihr klein sagt, meint ihr dann auch wirklich klein? Nein. Also, es ist nicht Sigurin klein. Achso, also richtiges klein. Ja. Mehr so ein Dosh klein. Ja. Es ist nicht Sigurin klein. Es ist nicht Sigurins kleines Ding. Ey. Das war ein bisschen unpassend.
Ey, ja, aber komm, was das Schlimme meine, ist, jetzt darf man nicht antworten. Komm, mein Haus ist ja, ne, mein Haus ist, finde ich, ohne Witz, ich habe mein Haus fertig gebaut, Dosch, und ich finde das so klein. Weißt du, warum? Was weißt du, warum ich wieder von einem Baum unter Erde gezogen bin? Nee, aber nein, es geht nicht, nein, pass auf, es geht nicht um die Größe, so von der Höhe, sondern es geht von den Räumen her. Und die Räume sind so generell perfekt ausgedacht von wegen den Geräten, weißt du? Aber ich habe vergessen, die Kabel dahinter mit zu berechnen. Ja. Du bist schon ein Profi, oder? Was Hausbau angeht, ja, aber was die Planung direkt angeht, bin ich ein bisschen verpeilt. Ja, aber ich glaube, das ist eben so. Weil wir waren jetzt auch am gucken, scheiße, wie sollen wir das im E-Kabel verlegen? Und wir haben jetzt einfach nur mal so einen dreibreiten Gang hier hinter verlegt. Ja. Deswegen ist mein Haus ja auch zuerst ein bisschen nach vorne gebaut. Und immer wenn ich einen Platz brauche, dann baue ich in den Berg rein. Also so zwei Drittel jedes Raums ist im Berg drin. Was kommt denn jetzt? Aber trotzdem mache ich Fenster nach draußen. Lesen. Ja, du schon verstehen. So, ja, ich verstehe nicht. Kurz Speicher und dann kaputt. Ja, was Mixer haben wollen. Mixer. Weiß ich nicht. Gut, also heute habe ich auf jeden Fall etwas gelernt. Ich werde nie wieder mit euch dreien auf einem aufnehmen. Nein, warum nicht? Och Mann. Das ist aber gemein. Es ist sehr traurig. Sagen wir es so, nicht in meiner Aufnahme. Selber schuld. Ja, das habe ich jetzt auch gemerkt. Jetzt bin ich beleidigt. Wie schuld, du darfst immer gerne dabei sein. Okay, nicht mehr beleidigt. Ja. Yeah. So, was gibt's denn für schöne Themen? Gamescom. Ihr geht doch auch zur Gamescom, oder? Bin dabei. Gut. Warte nur auf die Bestätigung meines Tickets und dann werde ich wahrscheinlich da sein. Ich warte nur auf Bestätigung der Tickets. Dann werde ich da sein. Bisse, genau darauf warte ich. Ich warte nur noch auf das Geld für die Tickets. Ja, das Geld habe ich. Urlaub habe ich auch. Naja, entweder habe ich Urlaub oder... Habe ich schon letztes Jahr eingereicht. Urlaub oder Arbeitslos. Letztes Jahr nach der Gamescom habe ich mir dieses Jahr schon eingereicht. Nächste Woche Prüfung. Ja, dem, ob mein Chef mich übernimmt oder nicht. Habe ich halt Urlaub oder bin arbeitslos. Das ist auch irgendwie interessant. Ach, ich verhandle schon mit meinem Chef. So ist es nicht. Wer wird mich wahrscheinlich übernehmen? Oder feiern. Ja, ja. Aber wir müssen mal gucken. Kann man noch einen Potti nicht übernehmen? Dieses Jahr, ich bin ja sonst immer auch Freitag, Samstag immer gegangen, weißt du? Aber dieses Jahr werde ich meinen Freitag und Samstag auslassen, weil, hat die Begründung, es ist mir zu voll. Ja, letztes Jahr waren wir auf dem Donnerstag, Freitag da gewesen. Der Donnerstag war angenehm, der Freitag war Horror. Richtig Horror, ganz ehrlich. Ja, ich wurde niedergetrampelt. Sag mal so, ich war letztes Jahr mit einem Rumpel an einen vier Tagen da. Und halt dem ehemaligen Vorgesetzten quasi. Ich habe dir erzählt, dass ich damals im Gambiano-Forum aktiv war, halt von diesem Debito-LP. Und da war ich halt mit diesem Vorgesetzten, der nicht so weit von mir entfernt wohnte, zusammen auf der Gamescom. War nicht schön. Auf jeden Fall. Drei Tage kann man noch machen, bloß vier Tage, nee. Um ganz ehrlich zu sein, meine ehrliche Meinung, ein Tag reicht sogar. Allerhöchstens zwischen schon sein zwei. Wenn du einen ganzen Tag von morgens bis zum Ende da bist, das reicht vollkommen aus. Dann hast du alles gesehen. Weil ich gehe auf die Messe, ich muss mich jetzt nicht unbedingt anstellen, um irgendein Spiel zu testen, weißt du? Nee, einfach mal zu sehen, was es alles Neues gibt. Ne? Richtig, einfach nur mal auf die Messe rumlaufen. Wenn du vielleicht Glück hast, vor allem bei diesen kleinen Publishern, ist es ja meistens so, dass du immer noch rankommst. Und bei den großen, na gut, da hast du, wenn ich mir letztes Jahr allein überlege, bei Watch Dogs und so, wo die alle durchgedreht sind, da das Einzige, was ich getestet habe, war Call of Duty. Von wegen, und da standen die schon bei einer Stunde Wartezeit. Alter. Weißt du, da war die Schlange nicht so lang. Ja, das habe ich auch vor. Ich will mich insbesondere bei den kleinen Publishern umsehen, beziehungsweise Entwickler. Weil wenn ich mich am Stand bei EA hinstelle, stehe ich am nächsten Tag da noch. Sagen wir so, was für mich halt immer so ein geiler Faktor ist auf der Gamescom, ist wirklich Legend of Zelda. Also darauf ziehe ich komplett ab. Wenn es da noch irgendwas von Legend of Zelda gibt, sofort dahin. Also ich war auch letztes Jahr, glaube ich, schon am Stand zu A Link to the Past. Zelda-Fan. Also ich trage dieses Jahr flache Schuhe. Ich hatte... nur zur Info. Ich hatte das dicke Buch zu Legend of Zelda. Also... ich habe ein Zelda-T-Shirt. Ich habe, glaube ich, jedes Zelda, was da mal rausgekommen ist, durchgezockt. Ich
würde sagen, ja, ein kleiner Fan. Okay, wir wissen, warum wir dich erkennen und wo wir dich finden. Sehr ja, schön. Ja, erkennen müssen einfach nur ein 2,5 Meter Nerd. 2,5 Meter Nerd mit Brille, dann habt ihr mich. Genau, ich suche mal auf der Gamescom nach einem Nerd. Oh, schön. Am besten aber, ich habe schwarze Haare und trage ein schwarzes T-Shirt. Mit Fleck. Ich will jetzt nicht sagen, aber ich habe wirklich schwarze Haare. Ich weiß nicht, was ich für eine Haarfarbe habe. Meinst du, es ist ein Blond, gemischt mit Aschblond und ja. Ja, ich weiß nicht, was ich für eine Haarfarbe habe. Es ist blond, aber vorher war es mal weiß. Wie alt bist du? Ich? Ich bin 19. Ich warte noch. Blond und war mal weiß. Blond und war mal weiß. Ist die Frage nach dem er war Michael Jackson, nur andersrum. Er hatte mal schwarze Haare. Deswegen erst das weiß sind sie mir wieder ausgefallen, seitdem er mal blonde Haare. Also ich war blond, blieb blond und bin jetzt Straßenköter. Aua, Straßenköter blond. Au, also mich erkennt ihr, glaube ich, noch ein bisschen leichter. Denn ich bin eine kleine Blondine, die keine Werbung für irgendwas macht. Sie ist eine kleine Blondine mit schönen, großen... Nein. Meine Hände sind nicht groß. Er muss auch die FSK einhalten. Ach so. Ich glaube, ich hätte diese Folgen... Welche Uhrzeit wolltest du das senden? Ja, ich weiß es schon. Sie ist 1,68. Mit Schuhen 1,70. Ist ja süß. Ah nee, ich trage ja flache Schuhe. Diese. Ja, dann bist du... Also, sie ist dann so die Kindergrößenabteilung. Kriegst du dann so... Ey, für euch laufe ich nochmal los und hole überall Werbegeschenke, ja? Ja, dafür werden wir dich ja auch herrichten, dass du auf jeden Fall viele bekommst. Okay, also nochmal kurz zusammengefasst. Was planst du schon wieder? Also ich werde auf jeden Fall meine Fotokamera wieder mitnehmen und ich, ja. Ich krieg immer überall Werbegeschenke und zwar auch für alle Mann einfach mit einsammeln. Also ich habe kurz zusammengefasst. Ich flirte so ein bisschen mit den Männern und dann läuft der Hase schon. Nochmal kurz zusammengefasst, wie man uns erkennt. Bei Sigurin, Potty und mir wird es schwierig, bei Vishu einfach nach einer Frau suchen. Weißt du, bei mir wird es schwierig. Da laufen genau, er ist was Besonderes, den erkennt man einfach. Richtig. Ich bin 1, wie groß bin ich jetzt? 1,86, Straßenköterblond, sehe verdammt gut aus. Weißer hat mich Stiebjacke. Ja. Ich trage einen Polunder. Vergesst die Krawatte nicht. Krawatte. Seit wann besitzt du einen Polunder? Nein, kein Polunder. Ich würde eher ein Hemd anziehen und oder ich würde gar nichts tragen und einfach nur rasierte Brust. Und mach einen auf. Oh Mann. Alkohol. Das Niveau muss runter. Ah, genau, ich verkleide mich als He-Man. Oh nein. Und die Schuhe ist der Tiger. Das ist jetzt doof. Verkleide mich nicht als Tiger. Miau. Ja. Wisst ihr, was ich mich gerade frage? Was denn? Warum der Rockwasher von uns keinen Strom mehr hat? Keine Ahnung. Hast du vielleicht nicht genug Saft auf der Pumpe? Hier sind irgendwie alle Geräte angeschlossen. Hier sind zwei Energy Cells, die da waren.